Fußballforum Österreich ist eine Plattform, wo sich Entscheidungsträger aus der Fußball- und aus der Wirtschaft treffen. Man kann sich einmal ein bisschen unterhalten und philosophieren über Dinge, die nicht im Tagesgeschäft stattfinden, und folgedessen finde ich die Veranstaltung als sehr gelungen und kann sich Toni nur gratulieren. Wir haben heute hier über 100 Unternehmensteilnehmer aus ganz Österreich, aus Deutschland, aus der Schweiz, aus der Slowakei. Und das ist auch ein wichtiges Momentum für uns, dass wir als Plattform, als Drehscheibe für Kommunikationen, Präsentation von Produkten dienen. Austria ist sehr stolzer Gastgeber, ist auch eigentlich Geburtshelfer gewesen. Als der Toni Pichler vor mittlerweile 6 Jahren mit der Idee auf uns zugekommen ist, haben wir gesagt, ich glaube, so eine Plattform brauchen wir. Wenn man sich den Besuch im heurigen Jahr anschaut, auch die Qualität der Vorträge, die Inhalte der Vorträge, dann glaube ich, dass wir am richtigen Weg sind, in der sozusagen matchlosen Zeit eine Plattform zu schaffen, wo man sich über aktuelle Entwicklungen im Fußball austauschen kann. Ich glaube, der Bedarf ist da, dass man sich einfach austauscht, also dass man auch die Öffentlichkeit informiert oder am Fußball interessierte Öffentlichkeit. Das ist ja für jeden, jeder kann teilnehmen und man muss die Chance nutzen, einfach in jeder Richtung Überzeugungsarbeit und Bewusstseinsbildung zu betreiben. Sehr variantenreiches Angebot sieht man, es gibt unglaublich viele Stationen mit sehr vielen Anbietern. Ich glaube auch, dass ein sehr, sehr hoher Besuch ist, es sind wirklich sehr viele Leute hier. Dieses Fußballforum ist mittlerweile ein Fixpunkt im österreichischen Bereich und durch die Kooperation mit der Liga, dem SK Rapid und Austria Wien garantiert es auch, dass wir nicht nur eine gute Hospitality haben, sondern dass wir auch eine große Tragweite in ganz Österreich erzielen können.